wir stehen hier heute vor dem X-Lab, dem Experimentallabor für Schüler der Uni Göttingen, weil ich glaube, dass wir als Julis innovativer werden müssen und weil ich mit euch genau darüber sprechen möchte, wie wir es hinbekommen, sowohl thematisch als auch organisatorisch neue Ideen und innovative Ansätze zu verfolgen. Thematisch heißt das für mich, dass wir beim Bereich Netzpolitik mit Urheberrechten, mit im Zweifelsfall Netzneutralität und auch hinterher dem Datenschutz im Internet ein Thema haben, wo wir breiter darüber diskutieren müssen, damit wir eine gemeinsame Meinung haben, weil das unsere Generation nun wirklich sehr, sehr stark beeinflusst. Das heißt aber thematisch auch, dass wir uns mit der Frage der Innovationsförderung allgemein und der Forschungsförderung auseinandersetzen sollten. Wollen wir wirklich nur große Leuchttürme hinterher haben oder wollen wir nicht, dass vielleicht lieber kleinere Innovationen vor Ort auch stärker unterstützt werden? Das sollten wir diskutieren, das würde ich gerne mit euch diskutieren als thematische Verbreiterung. Und da gehört dann auch dazu, kritische Themen wie die Gentechnik nicht auszulassen, sondern darüber auch kontrovers zu diskutieren. Organisatorisch müssen wir es, glaube ich, hinbekommen, dass wir neue Formate auch innerhalb der Julis etablieren mit dezentralen Veranstaltungen, aber dass wir es eben auch hinbekommen, bestehende Veranstaltungen wie zum Beispiel die PPWs innovativer werden zu lassen, dass man da lockerere Rahmen schafft, wo man eben genau neue Themen und neue Veranstaltungsformen auftun kann, wo ihr eure Anregungen geben könnt. Das möchte ich mit euch gemeinsam bewegen. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da noch weiter mitdiskutieren würdet, weil hinterher es natürlich auch auf eure Rückmeldungen ankommt, damit wir es schaffen, die Julis noch innovativer werden zu lassen.